In diesem Video zeige ich, wie man mit dem Analytics-Creator ein neues Projekt aus einem Template erstellt und wie man Daten zwischen verschiedenen Projekten, Parameter beispielsweise, austauschen kann. Ich könnte jetzt einfach auf den Knopf New drücken, um ein neues Projekt zu erstellen. Dann bekäme ich ein neues Projekt mit den Standardeinstellungen. Allerdings habe ich so meine eigenen Einstellungen, andere Parameter und so weiter. Deswegen zeige ich jetzt hier mal mein eigenes Template, das ich verwende. Ich verbinde mich jetzt einmal mit diesem Template, templateiceberg.de. Und man sieht, es gibt ein paar Objekte, die ich schon definiert habe. Hier ein paar Tabellen und ein paar Sichten. Und insbesondere habe ich geänderte Parameter. So möchte ich beispielsweise, dass standardmäßig ein Logging erfolgt. Die Vererbung von Beschreibungen und Friendly Names ist bei mir anders. Man sieht das hier, dass sich die Spalte Default Value und Custom Value, dass die sich unterscheiden. Außerdem habe ich ein paar Makros, die sich entweder von den Standard-Makros unterscheiden oder ich habe auch meine zusätzlichen Makros, die ich immer wieder in verschiedenen Projekten verwende. Ich gehe jetzt den lokalen Weg, das bedeutet, ich öffne jetzt das Projekt nicht aus der Cloud, sondern aus meinem soeben erstellten Skript und vergebe nun einen neuen Namen. So, man sieht, ich habe jetzt ein neues Projekt erstellt, das hat genau die Struktur meines Templates, hat aber einen neuen Namen, neues Projekt aus Template. Das kann ich jetzt auch speichern, insbesondere wenn ich jetzt vielleicht noch irgendwelche Änderungen vornehme, muss ich aber nicht. Gut, das bedeutet, es ist relativ einfach, aus einem bestehenden Template ein neues Projekt zu erstellen. Nun entwickeln sich aber Projekte parallel und es ergeben sich Änderungen in einem Projekt, die möchte man in ein anderes Projekt überführen. Und dafür kann man die Daten der Repositories vergleichen. Ich habe das auch mal im GitHub-Projekt beschrieben, wie das funktioniert. Dazu kann man auf meine Website gehen, Analytics Creator, iceberg.de, und dort gibt es hier oben auch einen Link sowohl zur Website des Analytics Creator als auch zum GitHub-Projekt zum Analytics Creator Toolkit. Und in diesem Projekt gibt es auch eine Wiki. Und in dieser Wiki beschreibe ich unter anderem auch, wie man Repositories bzw. insbesondere die Daten in Repositories vergleicht. Dazu könnte man jetzt kostenloses Data Comparing SQL Server Data Tools verwenden. Allerdings gibt es da ein paar Einschränkungen, weil man nicht so gut den zu verwendenden Primärschlüssel definieren kann und nicht so gut auswählen kann, welche Spalten verglichen werden sollen. Deswegen verwende ich ein kostenpflichtiges Tool, den SQL Data Examiner. Ich verwende das Tool seit 2005, sowohl zum Vergleich von Daten als auch von Strukturen. Und zeige das mal an diesem Beispiel. Man könnte aber genauso gut auch Tools von RedGate verwenden oder von Apex. Das gibt da im Prinzip drei Hersteller von diesen Produkten, die sehr ähnlich funktionieren. Ich zeige das also mal mit dem SQL Data Examiner. Gehe hier in ein neues Projekt. Hier habe ich meine Liste meiner vorherigen Vergleichung. Was ich jetzt mal machen möchte, ich habe beispielsweise ein aktuelles Projekt, an dem ich gerade arbeite, und ich möchte aus diesem Projekt Änderungen in mein Template überführen. Ich gehe dann hier rein, wähle das aus. Ja, ich möchte mein aktuelles Projekt mit dem Template vergleichen und ich habe hier schon einige Vergleiche vordefiniert, nämlich nicht, dass alle Tabellen verglichen werden sollen, sondern nur bestimmte, und beim Vergleich
werden nicht alle Spalten verglichen, sondern auch nur die Spalten ohne die ID, und teilweise habe ich auch einen alternativen Primärschlüssel gesetzt, weil der Original-Primärschlüssel die ID ist und ich möchte aber nicht über die ID vergleichen, sondern beispielsweise über den Namen von Makros. So, wenn ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich hier die von mir verglichenen Tabellen. Gucken wir mal in die Leer rein. Ja, es gibt einen Unterschied. Dort hat sich nur die Reihenfolge geändert vom Staging Layer. Es gibt einige, die gibt es jetzt nur in meinem aktuellen Projekt. Check, Master Data und so weiter. Es gibt andere, die gibt es im Template. Da will ich jetzt auch nichts dran ändern. Viel interessanter ist es wahrscheinlich bei den Makros. Es gibt Makros, ein Makro sieht man, das hat den gleichen Namen. Und zwar das für den Vault Hash. Ne? Der Unterschied ist einfach nur, dass es hier ein paar Zeilenumbrüche gibt und da gibt es diese Zeilenumbrüche nicht. Ich werde das nachher aber mal synchronisieren in mein Template, um mal zu zeigen, wie das funktioniert. Und es gibt hier einen weiteren Unterschied für ein bestehendes Makro, wo man sieht, dass sich bei diesem String, Komma, Punktu und so weiter und so fort, gibt es hier zwei Replaces und hier gibt es nur ein Replace. Das bedeutet, ich habe da auch inhaltlich was geändert und diese Änderung soll jetzt auch in mein Template überführt werden, um sie in allen zukünftigen Projekten zur Verfügung zu haben. Es gibt identische Records, das bedeutet Templates, die ich schon früher definiert habe und die in meinem aktuellen Projekt immer noch gleich sind. Und es gibt einige neue projektspezifische Makros, die es nur in diesem Projekt gibt. Und da muss man jetzt überlegen, will man die übernehmen oder nicht. Das hier sind beispielsweise ganz spezifische Sachen, die haben in einem Template nichts zu suchen, weil sie beziehen sich auf konkrete Daten. Es gibt aber vielleicht einige Sachen, insbesondere für Excel, Excel-Überführung, Excel to Flow, to Date und so weiter, wo man mal darüber nachdenken könnte, ob ich diese Zeichenketten-Makros grundsätzlich in mein Template übernehme. So, wir sehen, wir haben jetzt zwei Makros hier, wir haben zwei Einträge definiert. Man sieht das hier oben, die überführt werden sollen und ich vergleiche jetzt auch nochmal die Parameter. Die meisten Parameter sind identisch. Es gibt einige Unterschiede, insbesondere natürlich der Name der Datenbank und so weiter und so fort. So, das bedeutet, auf diese Art und Weise habe ich also auch die Möglichkeit, nachträglich Daten zu übertragen und zu übernehmen, die dann eben auch in dem anderen Projekt enthalten sind. Das bedeutet, ich fange an mit einem Template und ich gleiche später die Änderung bei Bedarf ab, so dass ich immer die Möglichkeit habe, Änderungen, die ich in einem Projekt vornehme, wenn sie es denn wert sind, in ein anderes Projekt übernommen zu werden, dann auch zu übernehmen. So, jetzt wird die Änderung übernommen. Wir sehen, wir haben jetzt hier nicht so viel markiert, sondern es soll zwei Änderungen geben. Diese Änderung synchronisiere ich jetzt in das Template und dann ist es zukünftig auch wieder im Template drin. Das kann ich mir, und jetzt könnte ich das sofort ausführen. Ich könnte mir aber auch das Skript speichern, um es mir anschauen zu können. Ich kann mir das auch vor der Synchronisierung nochmal anschauen. Das mache ich jetzt mal, indem ich jetzt gehe auf Preview. Dann sieht man hier die Zusammenfassung, was macht er? Okay, es gibt ein Update mit Transformation, weil ich das ausgewählt hatte und so weiter und so fort. Jetzt führe ich das aus und dann ist zukünftig diese Änderung auch in meinem Template enthalten. So, das war's für heute. Dann bis bald. Besuchen Sie mich auf meiner Website www.eisberg.de. Eisberg mit AI wie analytische Informationssysteme.